Willkommen bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Wir gehören zur KfW, einer der führenden Banken Deutschlands. Seit 50 Jahren fördern wir unternehmerische Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern und tragen so dazu bei, Armut weltweit zu mindern. Die Privatwirtschaft ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Geschäfts, denn wir sind überzeugt, unternehmerische Initiative ist ein Motor für Wachstum und Entwicklung. Wir sind Partner privater Unternehmen, die langfristig in Entwicklungs- und Schwellenländern investieren. Dafür stellen wir maßgeschneiderte Finanzierungen einschließlich Risikokapital bereit. Die DEG ist im Verband mit der KfW weltweit mit rund 60 Außenbüros vertreten. So stehen unseren Kunden erfahrene Spezialisten vor Ort mit ihrem Know-how zur Verfügung. Sie kennen die Märkte, sprechen die Sprache und können das Potenzial geplanter Projekte genau einschätzen. Entwicklungs- und Schwellenländer eröffnen Investoren vielfältige Perspektiven. Die DEG handelt unternehmerisch und investiert in Projekte, die sich rechnen. Ob private Infrastruktur, verarbeitendes Gewerbe, Agrarindustrie, regenerative Energien oder Investitionen in lokale Finanzmärkte, die DEG ist in allen Wirtschaftssektoren tätig. Neben wirtschaftlichen Kriterien haben wir dabei auch ökologische und soziale Faktoren im Blick. Maßnahmen im Bereich Umwelt oder Corporate Governance finanzieren wir genauso wie Gesundheitsprogramme für Mitarbeiter. Wir fördern Agrarprojekte, weil sie Arbeitsplätze in ländlichen Regionen schaffen. Mittelständischen Unternehmen wie der Blumenfarm Wagagai in Uganda bietet die DEG maßgeschneiderte Finanzierungen und umfassende Beratung. Wir kümmern uns zum Beispiel um Marktanalysen oder professionelles Finanzmanagement. Das sichert langfristig den Erfolg eines Unternehmens. Wir fördern Bildung, weil sie jungen Menschen eine Perspektive bietet. Private Investitionen lohnen sich auch in Bereichen, die oft als Aufgabe des Staates angesehen werden. So trägt die DEG mit ihren Geldern dazu bei, dass eine Universität in Brasilien wachsen und Bildung für mittlere und untere Einkommensschichten anbieten kann. Wir fördern Industrieunternehmen, die Baustoffe herstellen, weil sie wesentlich zur Entwicklung eines Landes beitragen. Die DEG begleitet die deutsche Firma Schwenk Zement, die nach Namibia ging und dort die erste Zementfabrik des Landes baute. Langfristige Finanzierungen für Großprojekte wie dieses koordinieren wir gemeinsam mit Partnern. Wir fördern moderne Produktionsverfahren, weil sie neue Standards für ihre Branche setzen. Am Anfang finanzierte die DEG ein Pilotprojekt des deutschen Unternehmers Thomas Schneider in China. Heute gehört seine Gerberei in Vietnam zu den Vorreitern in Sachen Umweltschutz und beliefert Kunden in aller Welt. Wir wachsen mit unseren Kunden. Wir fördern moderne Technologien, weil sie Menschen unabhängiger machen und ihnen neue Welten erschließen. Seit den Anfängen des Mobilfunks in Afrika bis heute ist die DEG als Finanzpartner mit an Bord. Wir geben Geld für zukunftsweisende Projekte in riskanten Märkten, also genau dort, wo sich Geschäftsbanken zurückhalten. Die DEG ist einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer. Unser Engagement hat Signalwirkung. Wir zeigen, dass es in schwierigen Märkten möglich ist, als Unternehmer erfolgreich zu sein. So wagen auch andere Investoren den Schritt in ein Entwicklungs- oder Schwellenland. Überall in der Welt ermöglichen wir privatwirtschaftliche Projekte, oft auch gemeinsam mit anderen europäischen Entwicklungsfinanzierern, um größere Summen zu stemmen.
Bis heute haben wir mit einem Portfolio von 5 Milliarden Euro Projekte in mehr als 80 Ländern realisiert. Für den Erfolg unserer Unternehmenspartner, zum Wohl der Menschen vor Ort.